So, jetzt kommen wir hier aber mal raus, hoffentlich. Ja, wo ist denn jetzt der scheiß Jawwerfer? Oh nein! Sie zerlegen das Labor! Jahrelange Forschung, einfach. Kacke! Energienetrisch, ja, ja. Also mal kurz aufladen. Scheiße, wo ist denn jetzt der scheiß Raketenwerfer, den ich da gerade weggeballert habe? Der lag doch hier irgendwo rum. Moment, wir wollen was anderes probieren. Achso, wir müssen das jetzt mal von vorne machen. Ach, Menno. Was? Double Headshot. Wir brauchen so Munition, das ist schön. Und jetzt kommen die Sitzbisse schon von da oben. Der Jawwerfer erst später, oder was? Wurden schwer beschädigt. Steigen jetzt aus. Prophet, raus da, Mann. Ach Mann, was ist das denn die ganze Zeit? Lass mal Munition holen, dann können wir hier weitermachen. Geh da weg! Die so geil, wenn er die umnatzt mit dem Gewehrkolben. Und ich weiß trotzdem nicht, wie ich da rauskommen soll. Du brauchst gar nicht versuchen, hier runterzukommen. Du kannst direkt wieder hochgehen. Was? Schneider unten. Nee. Oh, jetzt geht er weg, aber der hat einen Jawwerfer dabei gehabt, das ist doch schön. Bin ich tot. Hey, Junge. Hinten ist einer. Warum sagt denn der nix? Versteckt er sich da? Los, komm mal! Ach, wie lange geht es denn jetzt hier? Ich hätte gern die Feline. Jetzt hat er einen, ja. Ich bin Nab. Durchgeschossen! Alter, willst du mich verarschen? Ey. Du gehst mir gerade tierisch auf den... Das verpiss dich doch jetzt da nicht als. Du bist ein blöder Stricher, komm her jetzt. So. Ja, da musst du doch nicht hier reinkommen, Alter. Bist du des Wahnsinns. Da hätte ich mich vielleicht auch mal umdrehen sollen. Ich will doch hier noch voll die Waffen mitnehmen, Mann. Hast du jetzt hier alles kaputt gemacht, oder was? Natürlich rede ich noch. Jetzt Koordinaten an den Anzug. Es ist nicht weit. Ich habe hier auch eine Mulde, veraltetes Grinet-Zeug, das ich bei meiner Kündigung mitgenommen habe. Nicht so leistungsstark wie das im Labor, aber es muss reichen. Jo.
Wir machen jetzt dann hier runter. So, 10 Minuten noch und dann ist erstmal gut. Ich hab dir irgendwas gehört. Mein Spinnen nab und höre seltsame Geräusche. So, stell mal an, wir müssen runter, von daher gehen wir auch mal runter. Hier hinten ist nix und dann reißen wir hier mal die... Die geht gar nicht auf, oder? Nö. Hä? Was es ist direkt hier? Hinter der Flutbarriere. Na los, Mann! Ja, ich soll irgendwie raus, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Hier ist der abgestürzte Hubschrauber. Soll ich doch hochgehen? Okay. Sehr gut, ich hab's verstanden. Nee. Hä? Okay, ich hab's nicht verstanden. Alter, erschreckt mich nicht. Ich bin gerade überlegen, wo es lang geht. Und die tarnen sich hier verdammt scheiße gut. Sehe ich gar nicht. Wie geht's denn jetzt hier raus, Mann? Wo sind wir hin? Dahinter. Aber jetzt der wenigstens mal die Kante greifen kann. So, nein, wenigstens kam ich wieder hoch. Kann ich mir hier hinten denn nochmal Munition nehmen? Aus dieser Munitionskiste. Oh yeah, sehr schön. So, gut, jetzt aber mal weiter hier. Hier oben geht's raus, ich hab's kapiert. Und wir müssen darüber. Ja, das wollte ich machen. Na super. Jetzt muss ich auch noch balancieren oder was? Na geht ja. Naja, Energieknappe, ich weiß. Aber es sieht trotzdem sehr schön aus hier. Am Hafen. Was sagt denn der Visor? Okay. Oh, das Tarnfeld an, da ich ja nicht weiß, was hier rumläuft. Waren da welche? Nein, nee, das sind irgendwelche Ferngläser oder so. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Hi. Scheiße, hat er uns gesehen. Wow, da wären wir fast abgeschmiert. Aber mit katzenartigen Reflexen haben uns dann nochmal an dem Gitter festgehalten, haben uns wieder hochgezogen. Das war auch nicht geplant. Ach, sah gut aus. Da sollen wir rein, dann machen wir nochmal hier. Genau. Mal die Tür auf, ich will hier rennen. Warte mal kurz, bis sich die Energie refreshed hat. Und dann rushen wir hier mal ins Gebäude rein. Okay, gut, Sie sind da. Ich schicke Ihnen den Aufzug runter. Ach, das ist nett. Oh, ist auch keiner drin. Auch nicht. Darfst dann... Achso, er sieht uns ja in seinen Kameras nicht. Wir sind ja unsichtbar, Mensch. Sie würden nicht glauben, was für eine Scheiße in den letzten 24 Stunden abgegangen ist. Und nee, du echt nicht. Barclays Männer gehen abtauen gerade unter. Und überall sonst wird Grindr zerlegt. Chaos, Mann. Ja, ich hab das eben schon so leicht gesehen. Prophet, bin ich froh, dass Sie da sind. Die Warterei macht mich total nervös. Mach die scheiß Tür auf. Und dann die Türen wieder zu. Die Scheiße, die Sie an der Absturzstelle absorbiert haben, hat die Systeme des Anzugs wie eine Flipperkugel zum Leuchten gebracht. Kann die Tür nicht zumachen. Dieselbe Struktur wie Nanogewebe.
Hargreave muss verrückt sein, damit rumzuspielen, als wäre es Kevlar. Ah, okay, macht bin automatisch. Ich habe eine Mulde aufgebaut, genau wie die auf der Insel, nur nicht so leistungsstark. Wir werden sie mal durchchecken. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, setzen wir uns da mal hin. Machen es uns bequem. Übrigens habe ich denselben Stuhl, das ist mein Schreibtischstuhl. Tara Strickland, Mann. Tochter von Sie wissen schon. Ganz schön üble Scheiße, was? Und Hargreave? Na, wer weiß schon, was bei dem im Kopf vorgeht. Verbindung eingerichtet. Bitte warten. Systeme online. Yo, yo, yo. Initialisierung abgeschlossen. Speicherzugriff. Seltsam. Warten Sie, Sie sind nicht Prophet. Was ist das? Wer sind Sie? Hat Hargreave Sie geschickt und... Cool, wir haben einen eingebauten Beamer, Mann. Das ist alles, was ich tun kann. Oder hat er hier selbst einen? Wir haben nicht den Beamer. Der hat hier irgendwo einen hängen. Hermann Gould, tut mir leid. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Er ist sprachlos. Vergessen Sie mich nicht. Übertragung abgebrochen. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Herrgott, ich kann nicht mehr. Wo hat er den Beamer stehen? Hat er Special Ops wie Sie, die Prophet war. Wow, leck. Eine andere Frage. Alter, was habt ihr für Riesentürgriffe? Und für Riesentüren? Oh yeah. Ich will durchs Fernglas gucken. Ich bin ein Verschwörungsfanatiker, Herrgott. Gott verdammt! Prophet hätte uns rausbringen sollen. Die Marines wollten uns holen. Und jetzt? Wissen die was über Kopffüße? Hm? Kopffüße? Blöde Frage, was? Natürlich nicht. Wollen Sie die Version für Anfänger? Was uns da draußen in den Arsch tritt, sind Tintenfische. Haben Sie sich je gefragt, was die Azteken und Inkas dachten, als sie zum ersten Mal...